Was mir sehr viele Leute vorgeschlagen haben, war das Video von Marvin. Das ist schon ein paar Tage alt, aber ich habe es nicht geschaut. Und zwar vor 3 Tagen kam ein Video, das heißt gefälschter Impfpass. Das Geschäft mit der Angst. Schauen wir mal rein. Ich habe ja noch gar keinen Impfpass. Also ich habe gar keinen Impfpass. Gar keinen. Gar nichts. Ich habe gar keinen Impfpass. Ich hatte mal einen Impfpass. Ich bin vor ein paar Jahren war ich mal habe ich eine Weltreise gemacht. Da brauchte ich einen Impfpass. Vor allem für Brasilien brauchte ich einen Impfpass. Ich glaube, da brauchte ich eine Tollwutimpfung oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich alles brauchte. Ich habe mir auf jeden Fall alles reingespritzt. Zack, rein hier und dann los. Aber ich habe beim Umzug alles verloren. Ich habe keine Ahnung, wo mein Impfpass ist. Es interessiert mich auch alles nicht. Es interessiert mich nicht. Wenn ich jetzt mich gegen Corona impfe bald, wenn ich irgendwann rankomme, dann lasse ich mir einen neuen Impfpass ausstellen und dann ist mir alles scheißegal. Ich fahre ja nirgendwo hin. Hallo, da bin ich wieder. Aktuell lese ich ja überall nur noch impfen, impfen, impfen. Und da gibt es 2 Lager. Die einen, die sich impfen lassen, so wie ich. Ich habe bald meinen Termin und freue mich drauf. Und diejenigen, die so ein bisschen Angst davor haben und erstmal ein paar Monate abwarten wollen. Was ja auch völlig okay ist. Aber ein Thema, was gar nicht geht, sind gefälschte Impfausweise. Das geht wirklich gar nicht. Digga, also jetzt mal ganz ehrlich. Gefälschte Impfausweise ist doch nur möglich, weil Deutschland in den 90ern hängt. Wie kann es eigentlich sein, dass alles heutzutage digital auf meinem Handy ist und der Impfausweis irgend so ein gelbes Zettelchen, was ich jetzt auch schon wieder verloren habe? Wie kann das sein, dass Deutschland im Jahre 2021 keine digitalen Impfausweise jetzt schon seit 10 Jahren hat? Also, es ist doch komplett dumm. Als ob man sich so ein gelbes Heftchen, oh, guck mal hier, ich bin geimpft, da ist ein Zettel. Das kann doch jeder fälschen. Das ist doch komplett für Dumme gemacht. Mach einfach eine App und Feierabend. Ey, das habe ich auch keine Worte für. Wenn die Leute das faken, dann sind die leider schuld. Und da habe ich gelesen, dass es kinderleicht sein... Gibt's jetzt schon? Oh, es gibt seit Donnerstag, gibt's digitalen Dings. Oh, Chat schreibt gerade, es gibt seit Donnerstag einen digitalen Impfausweis. Ja, sehr nice, sehr gut, Leute, sehr gut. Sehr gut, die haben auf mich gehört. Ich habe den Politikern gesagt, mach, yalla, und da haben gemacht. Voila. Dann soll sich so ein Ding zu besorgen. Und da habe ich als Dr. Marvin Wildhage mal gedacht, das probiere ich mal aus. Es gibt tatsächlich bei Telegram einige Gruppen, die heißen Impfpass, Impfausweis kaufen 24, Covid-19 Impfpass, Impfpass, Impfausweis Deutschlands in Impfpass kaufen, Impfpässe, Rezepte, Krankmeldungen, man kann wirklich... Ich habe einen Impfpass für meinen Welpen. Der hat nämlich einen EU-Heimtierausweis. Jeden Scheiß bei Telegram kaufen. Digga, was das für ein Business ist, dass man so viel kaufen kann davon. Ich habe gedacht, es gibt da 2, 3 Anbieter, die man auch nur schwierig findet. Aber dass es erstens so offen ist und dann noch so viele Anbieter gibt, die so professionell arbeiten. Mit Stockfotos, mit Ärzten, die lächeln, Impfausweise. Mit Ärzten, die lächeln. So Ärzten, die weinen, wäre besser. Die ausgefüllt sind. Damit habe mit dem Rabattcode UNGE10 könnt ihr euch euren Impfausweis für 10% günstiger holen. Habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Hat dich gewundert, dass sowas auf Telegram ist? Ich meine, auf welcher Plattform soll man denn sonst gefälschte Impfausweise kaufen? Im Darknet? Schnee von gestern. Telegram, das ist der Place to be. Ist aber lustig, wie die heißen. Der eine heißt Impfi. Impfi. Der andere heißt Bestellungen Bernd. Bestellungen Bernd, auch geil. Hier haben wir noch einer, der heißt Impfboss. Impfboss. Mashallah, das ist der von Justin, die Firma. Was mir relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass die klassischen Bezahlmethoden wie PayPal, Kreditkarte, Klarna, die gibt's da natürlich nicht. Bei Halunken muss Bitcoin sein, hoffentlich. Ich kann nur mit Bitcoin bezahlen. Ich hoffe, man kann da auch mit Bitcoin bezahlen. Hier, 1 Bitcoin für 1 Impfausweis. Was sagt ihr? Guter Preis? Muss auch mit Halunken-Möglichkeit bezahlt werden. Welche zum Beispiel? Naja, die wollten PaySafeCard. PaySafeCard ist noch... PaySafeCard ist noch kritischer als Bitcoin. Amazon-Gutschein und Amazon-Gutschein? Bitcoin. Ah, mashallah, Bitcoin, ja. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie McDonalds-Gutscheine annehmen. Der andere bietet neben Impfausweisen auch so Krankmeldungen für den Arbeitgeber an und auch Drogen. Das heißt, das ist halt wie so eine große Drogerie, da gibt's alles. Von Impfausweis über Krankmeldung. Oh shit, ich muss mal ganz schnell was machen. 12 Sekunden später. Okay, musst du kurz was einstellen. Meldung bis hin zu... Ich habe mir gerade noch meinen gefälschten Impfausweis kurz bestellt, weil ich habe Angst, dass die ausverkauft sind nach dem Video. Und LSD. Ich habe mir kurz einen Impfausweis bestellt. Ich brauche ganz dringend einen. Ganz dringend brauche ich einen Impfausweis. Ja, ich schreibe den einfach allen mal die gleiche Nachricht mit. Hey, habe Interesse an dem Impfausweis, ist der noch zu haben? Weil das wäre ja echt ein Knaller. Das ist ja nicht nur ein Betrug und Urkundenfälschung auf höchstem Niveau, sondern... Digga, imagine. Er sagt... Aus dem Impfausweis ist Urkundenfälschung auf höchstem Niveau. Pass auf. Impfausweis Blanko. Gebe ich jetzt einfach mal ein. Ich gehe auf Google, druck mir das hier aus, unterschreibe als Arzt. Die haben immer eine Sauklaue. Und dann ist es fertig. Fertig gefälscht. Und hol mir so einen Sticker noch irgendwo her. AstraZeneca oder BioNTech oder Moderna. Und zack, fertig ist die Sache. Urkundenfälschung auf höchstem Niveau. Bundesweit gefälschte Impfpässe im Umlauf. Mashallah. Das Business ist booming. Das ist auch einfach saugefährlich. Nehmen wir mal an, ich bin so... Aber es ist wirklich gefährlich, weil das Problem ist,
du kannst halt trotzdem halt erkranken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als die Geimpften und dann kannst du halt Leute anstecken. Ne? Das ist halt total dumm. Also bitte Leute, kauft mehr Impfausweise, bitte. Ja, also erstmal Spaß beiseite. Ne? Also wer das macht, sorry, also habe ich kein Verständnis für. Marco mit so einem gefälschten Impfausweis. Ich renne irgendwo lang, steck mich irgendwo an und bekomme es nicht mal mehr mit, weil ich mich nicht mehr testen lassen muss, weil ich ja diesen gefälschten Impfausweis habe. Dann gehe ich ins Restaurant, setze mich neben Oma Hilde, die ihren Erdbeerkuchen essen möchte. Die ist negativ getestet, zwar noch nicht geimpft, aber mit negativen Tests sitzt sie da. Und ich huste auf ihren Erdbeerkuchen drauf. Das mache ich auch besonders gerne, auch ohne Corona. Einfach auf den Erdbeerkuchen von irgendeiner Frau husten. Also selbst vor Corona wäre es einfach nur ekelhaft gewesen. Und dann wird sie wegen mir krank. Wusstest du, dass du die Impfausweise ohne Stempel auch bei eBay kaufen kannst? Was? Man kann die einfach kaufen? Digga, was ist das für ein scheiß System? Du kannst sogar 100 Stück davon bestellen. Für wie viel? Also mein Hausarzt kauft auch bei eBay. Oh, der verkauft sogar Haarwachs, Mausefallen, Kochmesser und Impfausweise. Natürlich. gute Grundausrüstung. Als wir dann in Hamburg angekommen sind, war schon die erste Nachricht von einem Telegram-Verkäufer da. So sieht das Ganze aus. Vorne steht handschriftlich Chuck Norris drauf, einfach nur als Beweis, dass man das selbst ausfüllen kann. Und ich dachte so, was steht denn da auf diesem Klebchen drauf? Ich kann es ja hier nochmal einblenden. Da stand irgendein komischer Begriff drauf. Und jetzt habe ich mal einen Kumpel von mir gefragt, der sich impfen lassen hat. Und der hat genau den gleichen Aufkleber dort drauf. Das ist nämlich die BioNTech-Impfung und dementsprechend... Aber wie unsicher ist denn das, dass da einfach so ein Aufkleber von BioNTech oder AstraZeneca einfach nur so ein Aufkleber ist? Das ist nicht ein Wasserzeichen oder irgendwas, das ist einfach nur so ein Aufkleber. Das ist, also, das ist ja, kann ja jeder easy fälschen. Also es ja, gibt ja gar keine Sicherheit. Heißt, ich fahre jetzt los und kaufe einfach so ein Sticker. Und wie haben Sie dafür sichergestellt, dass ein milliardenschweres Unternehmen den Impfstoff sicher an die Menschen verteilt hat und es keine Fälschung gibt? Oh, wir haben uns so einen Sticker ausgedruckt. Ja, da steht dann drauf, Covid. Also, das sollte reichen. Ein 200-Euro Amazon-Gutschein, na klar, womit bezahlt man sonst bei so dubiosen Geschäften? Dann schicke ich ihm die Codes und hoffe, dass er mich nicht übers Ohr haut, sondern mir auch den Impfpass am Ende des Tages zuschickt. Wir haben jetzt hier quasi alles, was man für eine illegale Transaktion braucht. Wir haben ein Smartphone mit dem gefährlichen Gangsterboss auf der anderen Seite. Dann haben wir hier den Amazon-Gutschein und ein 2 Cent Stück, um den Code freizurubbeln. Könnt ihr ja alle mal ausprobieren, ob der Gutscheincode noch geht. Wenn er noch nicht eingelöst hat, könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, ich habe dann gewartet. Und nach 3 Tagen habe ich den Telegram-Verkäufer meines Vertrauens dann nochmal fragen wollen. Problem war, Konto gelöscht, Geld weg. Ciao. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu einer Tankstelle, um dem zweiten Anbieter eine 100-Euro Paysafe-Card zu schicken. Und ich hoffe, dass ich am Ende einfach nicht 300€ minus bin und nichts habe. Aber um das zu kompensieren, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt mal meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr die kommenden Videos nicht verpasst. Und ja, um die 300€ wieder reinzubekommen, kommt jetzt mal eine Werbung. Was für Werbung kommt jetzt? Und dann habe ich wieder mal gewartet. Wollte mal wieder nachfragen, aber Konto weg, Geld weg. Läuft bei mir zum zweiten Mal. Aber bei dem dritten Anbieter, bei dem hatte ich ein gutes Gefühl. Und bezahlen soll man bitte per Bitcoin, damit das Ganze auch anonym ist. Und wo ist denn die Werbung jetzt? Dementsprechend habe ich jetzt hier meine Wallet. Ich habe einen Diddle-Sticker noch von meiner Grundschul-Stickerheft. Kann ich auch einkleben? Bei Bitpanda mal aufgeladen und schicke dem 80€ als Bitcoin rüber. Der hat mir hier auch seine komische kryptische Wallet geschickt. Und das mache ich jetzt mal. Digga, er schickt 80€ rüber, muss nochmal irgendwie 90€ Gebühren zahlen mit Bitcoin. Tot. Okay, ich bekomme jetzt hier eine Fehlermeldung. Du versuchst, deine Coins an eine hochriskante Wallet zu senden. Als reguliertes Unternehmen können wir Aktivitäten in Verbindung mit dieser Wallet nicht unterstützen. Oha, krass. Bitpanda macht Auge. Lass doch den Verbrechern das Geld schicken. Was ist denn da los? Was war das? Bitpanda hat er gesagt? Mach doch kein Auge, Bitpanda. Lass doch mal den Verbrechern die Bitcoin zuschicken. Also ich schicke meine Bitcoin immer an Scammer. Finde ich am besten. Das heißt, dieser Typ muss ja mit seiner Wallet schon so dubiose Sachen angestellt haben, dass das von Bitpanda blockiert wird. Ich habe gestern Abend nochmal versucht, Bitcoins rauszuschicken und diesmal hat es geklappt. 100€ sind versendet, aber heute Morgen habe ich eine E-Mail von Bitpanda in meinem Postfach gehabt, wo drin steht, dass auch diese 100€ zurückgeholt werden, weil dieses Konto auch dubios sein soll. Das ist das Problem, wenn ihr an Börsen seid. Die entscheiden einfach, ist die Transaktion gut oder nicht. Deswegen, Leute, wo ist da die Freiheit? Einfach, wenn ich einfach gerne Terrorismus finanzieren möchte oder Geldwäsche unterstützen möchte oder Steuerbetrug oder andere kriminelle Machenschaften, dann ist es doch meine Entscheidung. Warum kann ich das nicht einfach unterstützen? Warum muss mir so eine Wallet, so eine Börse wie Bitpanda, warum müssen die mir das sagen, nö, machen wir nicht. Lass mich doch meine Bitcoin an irgendwelche Scammer weiterleiten. Verstehe ich nicht. Hier steht drin, dass es frech. Eventuell Betrüger sind, Kidnapper oder
Drogen. Leute, die Menschen. Kidnapper, Alter. Aber jetzt mal, guck mal. Jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite, ne? Guck mal, wie krass das ist. Guck mal bitte, wie krass das ist, dass die wirklich das schützen, weil es so kriminelle Machenschaften gibt, ne? Crazy, finde ich immer schon erstaunlich. Handel betreiben. Ich hoffe ehrlicherweise, dass es keine solcher Leute sind, aber gutes Sicherheitsprinzip von Bitpanda. Bisschen Atomraketen kaufen, ja, verstehe ich auch nicht. Die 100 Euro kommen wieder und ich wurde nicht ein viertes Mal abgezogen. Was anderes Tolles ist heute auch passiert und zwar habe ich ein Paket bekommen. Der Postmann war da und hat mir original 100 Impfausweise, geil. Es gibt eine Superspreader-Party. Impfausweise gebracht. Ich frage mich wirklich, warum zur Hölle kann man die kaufen? Ich dachte eigentlich immer, dass das wirklich nur Ärzte bekommen und dass das wirklich ein regulierter Handel damit ist. Und genau diese Fragen werde ich, glaube ich, mal irgendwem stellen müssen. Ob es jetzt die Weltgesundheitsorganisation ist oder das Robert-Koch-Institut, ich weiß es nicht. Ich werde mich mal informieren, wer diese Dinge ausstellt und wer mir vielleicht dazu mal was sagen kann. Ich habe eine. Das ist so dieser Berliner Charme, ne? Dass hier so alles so halb fertig gestrichen ist, ne? Hier unter der Fensterbank noch irgendwie so weiße Farbe, der Rest ist so Rohbau. Das ist so dieser Berliner Charme, ne? An das Bundesministerium für Gesundheit geschrieben und mal nachgefragt, warum man diese Blanko-Impfausweise frei im Internet kaufen kann. Denn genau daraus machen ja Gangster gefälschte Impfausweise mit Unterschrift und Stempel. Und ich habe auch noch weitere Fragen gestellt. In der E-Mail steht drin: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Marvin Wildhage und ich bin freier Journalist aus Berlin. Das zieht eigentlich immer. Und ich habe gefragt, wieso sind unausgefüllte Impfausweise frei im Internet käuflich? Wurde schon vor der Pandemie die Digitalisierung von Impfausweisen angestrebt? Aktueller Stand des digitalen Impfausweises ist ja Ende Juni. Ist das machbar? Und werden bestehende Impfungen ohne vorherige Prüfung übernommen? Ich glaube natürlich nicht, dass sich Jens Spahn persönlich da mit mir hinsetzt, aber zumindest würde ich mich freuen, wenn diese Fragen beantwortet werden. Und was diese Antworten sind, das sehen wir in ein paar Tagen. Einen Tag später und ich habe schon eine Antwort vom Bundesministerium für Gesundheit erhalten. Zwar nicht von Jens Spahn selber, aber von jemandem, der in dieser Presseabteilung arbeitet. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass die E-Mail so ein bisschen ernüchternd ist, weil ich habe keine konkreten Antworten auf meine Fragen bekommen. Welcher Politiker oder welche, wo kriegst du konkrete Antworten? Nie. Ist auch immer so, ist immer ernüchternd. Vielmehr hat man mir hier einen Ausschnitt von einer Pressekonferenz geschickt und mehrfach betont, dass das Ausstellen, das Kaufen und Verkaufen von gefälschten Impfausweisen strafbar ist. Ja, aber sind das gefälschte Impfausweise? Weil noch steht da ja nichts drin. Gefälscht sind ja erst, wenn du was Falsches da reinschreibst. Wenn du irgendeinen Doktor, den es nicht gibt, da unterschreibst, dann gefälschten Sticker draufgibst. Sind das jetzt schon gefälschte Impfausweise oder sind das Originale? Aber das wusste ich natürlich auch schon vorher. Aber auf die Frage, ob die Digitalisierung von diesen Impfausweisen auch schon vor der Pandemie in Angriff genommen wurde, habe ich keine Antwort bekommen. Und währenddessen lief ja noch mein dritter Versuch, einen gefälschten Impfausweis zu bekommen. Und da habe ich dann wieder gewartet und gewartet und gewartet. Tag 5. 28. Mai. Er wollte noch mit seiner Fossiluhr ein bisschen flexen. Ein neuer Versuch. Naja. Norma. Immerhin weiß ich jetzt über die neuen Angebote Bescheid. Ich habe Post bekommen und das sieht so aus, als ob das keine Werbung ist, sondern ein Impfausweis. Oh, es ging tatsächlich einer raus. Und ich bin direkt hierher gekommen, um ihn mit euch aufzumachen. Denn ich bin echt gespannt, von wem der ist, denn ich habe... Achso, da steht nichts vorne drauf, das heißt, du kannst deinen eigenen Namen eintragen, okay. Ich habe ja zwei Leuten Geld geschickt und bin bei beiden davon ausgegangen, dass sie mich abgezockt haben. Aber ist das wirklich ein Impfausweis? Auf den ersten Blick sieht das wie ein gewöhnlicher Impfausweis aus, aber irgendwo hier müsste ein Aufkleber und ein Stempel sein und da ist er. Oha, krass, mit diesen Stickern, diese Sticker, die eigentlich fälschungssicher sind, sind da drin. Krass, wie hat der das hingekriegt? Und irgendein Arzt hat einfach so gemacht. Warte, ich mache die Unterschrift mal kurz nach. Digga, ich könnte auch als Arzt unterschreiben, gar kein Problem. Laut diesem Impfausweis wurde ich am 29. März und am 10. Mai geimpft und bin angeblich durch mit meinen Impfungen. Ich frage mich wirklich, wer hat das ausgestellt? Woher hat er die Aufkleber von BioNTech? Und vielmehr interessiert mich die Frage, woher hat er einen Stempel von einem Doktor? Sitzt... Digga, woher hat er einen Stempel von einem Doktor? Du kannst doch jeden Stempel einfach machen, wie du willst. Du kannst ja einfach irgendein Stempelkissen zusammenstellen und dann steht da einfach irgendwas drauf. Ich kann mir auch einen Stempel zusammenbauen, wo dann drin steht Dr. Schwanz, Schwanzos oder irgendwas. Ist doch, what? Er denkt, das wäre ein echter Doktor. Never ist es ein echter Doktor. Der hat niemals, wenn das ein echter Doktor ist, bin ich raus. Dieser Dr. Med Plate aus Berlin mit im Boot bereichert sich daran.
Weiß der überhaupt was davon oder gibt's den überhaupt? Ich sag, den gibt's nicht. Und als ich da mal gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass es diesen Dr. Med Plate in Berlin gar nicht gibt. Ach, den gibt's gar nicht, wer hat das denn gedacht? Auch die Adresse ist falsch, weil die Neumannstraße existiert bei dieser Postleitzahl gar nicht. Das heißt, alles erstunken und erlogen. Die viel wichtigere Frage ist, kann ich mit diesem Impfausweis jetzt wirklich wieder rausgehen, ins Restaurant, einkaufen, ins Stadion, zum Festival und könnte damit bescheißen, ohne echten Test? Ja, das mache ich auch immer gerne. Ohne wirkliche Impfung. Und dann ist der Moment gekommen. Ich wollte mit meinem gefälschten Impfausweis in ein Restaurant gehen. Hab extra noch meinen Namen, Adresse, Geburtsdatum, alles ausgefüllt und wollte das Ding vorzeigen. Aber um auch auf Nummer sicher zu gehen. Kann man es in Deutschland so machen? Funktioniert das so? Gibt das so? Habt das schon jemand von euch gemacht? Wenn ihr einen Impfausweis habt, könnt ihr dann irgendwo ins Restaurant gehen? Krass. Kenne ich von hier gar nicht. Weil hier kannst du einfach ins Restaurant gehen ohne alles. Du kannst hier auf der Insel auch innen sitzen. Du musst halt, wenn du reingehst, Maske tragen, am Tisch ziehst du Maske aus, fertig. Brauchst keinen Impfausweis. Werde ich mich natürlich jetzt nochmal vorher testen, damit ich auch niemanden in Gefahr bringe. Ziel des Ganzen ist, dass ich den gefälschten Impfausweis vorzeige, um zu schauen, ob es auffällt. Ich habe jetzt vorne meinen Namen und meine Adresse eingetragen. Das heißt, das Ganze sieht authentisch aus. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob ich damit durchkomme. Wollt ihr drin oder draußen sitzen? Wir wollen wirklich gerne drin sitzen. Drin ist Hausverbot. Okay. Weil wir haben ein bisschen Problem mit Tests. Wir haben Probleme mit Tests. Achso. Oder geimpft. Ich war BioNTech. Ja, darf ich? Ich hab auch BioNTech. Ja. Oh, welche Bezug? Beim Arzt. Pankow. Achso. Ja. Nicht Impfzentrum, aber... Das ist gut. Ich hab auf die Fläche. Das ist ein Gelbe Neuer? Ist neuer Impfung. Und wenn die Familie früher nicht geimpft? Doch, schon geimpft, aber nicht aufgehoben. Jetzt mit 24 ausgezogen, Impfpass verschwunden. Wir sind heute 6.6. Ja, man hat ja jetzt 10.5. Ich komme gleich wieder. Also der Kellner hat insgesamt dreimal auf den Impfausweis geschaut, weil das natürlich auch ein bisschen komisch aussieht, dass da nur eine einzige Impfung drin ist. Aber das ist kein Einzelfall. Viele haben ja keinen Impfausweis mehr. Ich habe auch keinen Impfausweis mehr. Aus der Kindheit. Haben den irgendwann mal verloren beim Umzug oder so. Und dann gibt es einen neuen und dann sind da erstmal nur zwei Stempel drin. Und so habe ich das auch verargumentiert und dementsprechend kann ich weiter hier drin sitzen. Aber der Impfausweis wurde schon kritisch beäugt, weil er auch mit BioNTech geimpft wurde und die Stempel und die Aufkleber vor allem kennt. Aber er hat mich natürlich nicht rausgeschmissen, weil er mir nicht nachweisen kann, dass das Ding nicht echt ist. Wie auch, er arbeitet im Restaurant und nicht im Impfzentrum. Aber später habe ich den Schwindel dann aufgeklärt. Wir haben uns eben testen lassen, beide, echt getestet, genau. Aber der Impfausweis ist falsch. Ich habe kein Display gemeint. Ja. Ich hoffe, ja. Papier ist anders. Ah, okay, krass. Ja, Papier ist anders. Und du hast so, dass ich nicht umrufen muss. Warum hat sich angefangen von vorne? Ja. Warum von Mitte? Mach ich. Da haben wir auch, wow, ich habe sie gefragt, warum deine Alter hat sich früher nicht geimpft sein? Ja. Weißt du, aber manche haben ja, bekommen ja einen neuen, weil sie wirklich keinen alten haben. Ja. Von daher, aber der ist tatsächlich. Krass. Nicht echt. Ich wollte ihn einfach mal testen. Ja. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe meinen Impfausweis bestimmt schon 10 Mal verloren. Ja, ist ein bisschen anders bei mir. Ja. Die gleiche, aber anders. Wie viele kommen denn schon mit dem Impfausweis her? Viele oder weniger? Viel. Krass, viele, krass. Andere Kultur hier. Ich habe hier noch nie jemanden mit dem Impfausweis gesehen. Bei mir, ich bin hier seit 20 Jahren, ich arbeite hier. Die Gäste, 80% der Gäste sind geimpft? Puh, Alter, Digga, mashallah. Wir haben geimpft, Was ist das Resümee des Ganzen? Klar kann man sich einen gefälschten Impfausweis kaufen und 3-4 Mal abziehen lassen. Ist aber keine langfristige Lösung. Eine langfristige Lösung gibt es nur mit einer Impfung. Und wenn man sich jetzt nicht sofort impfen lassen möchte, sondern erstmal 3-4 Monate beobachten möchte, ist das auch vollkommen okay. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber im Endeffekt wollen wir alle unser Leben zurück. Wir wollen in Restaurants, wir wollen in Bars, wir wollen in Clubs feiern gehen. Und das geht nun mal, wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, denn nur gemeinsam können wir die Pandemie besiegen. True that. Das war heute mal ein sehr informatives und ja auch ein bisschen kritisches Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Krass. Krass, ne? Wie leicht das geht. Und es ist auch nicht mal so teuer. Ist irgendwie sehr traurig.